Okay, liebe Leute, ich bin Sam Superfix. Wir sind wieder in Assassin's Creed Valhalla und klettern hier gerade ein bisschen oder versuchen es zumindest. Es sieht irgendwie gerade ein bisschen seltsam aus, was unser guter Ivor macht. Der gute Ivor. Wir sind hier in einer neuen Region und zwar in, lass mich lügen, Efurik. Und dort wollen wir natürlich wieder ein Bündnis erschließen. Müssen aber davor erstmal unsere Freunde treffen. Oh, das sieht nice aus, die Region. So, ihr seht, sehr schneebedeckt. Ich finde es ja schade, dass hier nicht der Aussichtspunkt war. Jetzt muss ich irgendwie nochmal hier hochkrabbeln, aber okay. Und bevor wir das machen, looten wir erstmal ein bisschen. Jetzt sind wir eh so flott hier hingekommen. Hä? Ach, da oben. Oh, könnte man ganz hoch, wenn es sich wirklich mal spielt. Das ist, ich denke mal, die mit Abstand größte Stadt, die wir im Spiel haben. Ich würde es jetzt sogar größer hier als London hier bezeichnen. What? Aua. Weil, also ihr seht ja, was hier alles steht. Allein dieses fette Langhaus da, dann hier die Arena, die wir haben. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt jetzt nicht gerade, was für eine Stadt das sein soll in unserer heutigen Welt. So, Hafenspeicher, da will ich hin. Denn hier gibt's Loot! So. Eigentlich wollte ich nicht für Chaos und Zerstörung sorgen. Aber irgendwie bin ich schon wieder hier voll drin. Ich will doch nur Schätze haben, aber ich, ihr seht, wir müssen da wahrscheinlich eh hin. Weil hier ist jemand, mit dem wir sprechen müssen. Und das ist ihr Sperrgebiet, also ist doch wurscht. Geh jetzt. Wir führen einen ordentlichen Hafen in Joffa weg. Du musst der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf? Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Hör und Yufina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Ja, ich kenne sie. Und du scheinst sie auch zu kennen. Weise mich einfach in die richtige Richtung. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Wie wäre es mit etwas Silber für meine Mühen? Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge rausschneide? Vergiss, dass ich gefragt habe. Ein Herrensitz. Kjör und Yufina waren offensichtlich sehr erfolgreich. Der ist böse. Der ist ja sowas von böse. So, Gregory, tut mir leid, aber ich muss hier deine Buddies ausrauben, die hier in deinem Häuslein sind. Einfach weil ich es kann. Ich wollte nicht, dass das hier anfängt zu brennen. Das musst du mir glauben, Mann. Aber ich brauche Kohle, weil ich bin arm. Ich bin echt arm, liebe Leute. Ich will gar nicht wissen, wie viel Gold ich wieder noch habe. Wie viel Silber habe ich? 2000? 3000? Wo steht denn das? Ich weiß gar nicht, wo steht, wie viel Silber ich habe. Keine Ahnung, zumindest wenig. Und ich könnte mir wahrscheinlich eine Waffe kaufen und dann wäre ich wieder blank. So. Das Wölflein, das kann da drin bleiben. Von dem will ich nichts. Ah, da will ich rein. Ja, das taugt mir. Übrigens, dieser Gregory wird wahrscheinlich Mitglied des Ordens sein. Wirbeltod! Ich nenne auch meine Waffe Wirbeltod. So, da geht es irgendwie nach unten. Da oben ist wieder. Ja, okay, das sind noch Goldschätze. Das ist, finde ich, immer nicht ganz so spektakulär. Cool ist es natürlich immer nur, wenn es Rüstungen sind. Aber die Rüstungen sind, wie auch hier es immer wieder schön seht, unterirdisch. Weil sie sind immer unterirdisch. Weil das ist ja lustig. So, also okay, hier müssen wir was kaputt schießen. Das sind easy. Das ist easy.
Zack. Das ist nicht so easy. Hä? Die Tür hat mich gerade... wollte mich gerade umarmen. Ich bin gerade nicht mehr weitergekommen. Also, ich brauche explosive Fässer. Ich kann jetzt auf zwei gemeine Sachen an einer Tür. Das ist gar nicht cool, Mann. Aber okay. Das war jetzt nicht so weit weg. Teilweise sind die halt echt madig versteckt und man muss wirklich ewig lang rumlaufen, um hier so ein Fass zu finden. Und wenn das so ist, dann ist es ja voll in Ordnung. Trotzdem, es nervt immer, weil, wie gesagt, theoretisch, wenn ich es richtig machen müsste, müsste ich immer warten, bis es aufhört zu brennen und da vergeht immer Zeit und ich habe keine Lust zu warten. Und der Feuerschaden im Endeffekt. Ja, geil, ich kann die Tür nicht aufmachen. Okay, dann machen wir die Tür halt nicht auf. Bleib halt da stehen. Oh! Tungastein, das ist Gold! Liebe Leute, das ist, das heißt, wir können endlich unsere Rüstung upgraden. Unsere Waffen. Geil! Also es lohnt sich definitiv hier, sich weiter umzuschauen. Weil das ist die einzige Währung, mit der wir unsere Waffen hier aufs letzte Level bringen können. Sehr nice. Hat sich's gelohnt. Siehst du, alte Freundin. Guck mal dahin. So, und wir folgen gleichzeitig auch sogar dann noch der Hauptstory damit. Wollen wir mal eine kleine kurze Sidequest machen? Ach, wenn sie... Ja, genau, komm. Aber nur mal hier. Wie gesagt, in der Stadt, da können wir ein bisschen was machen, weil da müssen wir so umschauen. Und das sind normalerweise eh nur Sachen, wo man 5 Meter weitergehen muss, da irgendwas machen muss. Das ist in Ordnung. Das lasse ich mir nicht bieten. Was redest du da von Gott und Kuchen? Jemand stahl meinen Kuchen und ich, Meisterschnüffler, der ich bin, werde den Kuchendieb finden. All das für ein Stück Kuchen? Das ist kein gewöhnlicher Kuchen. Mein Kuchen ist der beste von allen. Und dieser Kuchen, die weiß das. Allein der Duft... Oh, dieser Duft. Der Dieb lief dieser Straße entlang. Komm raus, Dieb. Ich weiß, dass du hier bist. Ich rieche meinen Kuchen. Der Dieb kann nicht weit sein. Na, ich werde diesen... Der Wohlgeruch geschmolzener Butter. Tröstend und warm. Aha, der Dieb kam hier vorbei. Hier bin ich richtig. Mein Kuchen ist nah. Meine Nase lügt nicht. Komm raus, Dieb! Hey, schmutzigster Raum. Die schelmische Süße von Bären. Ich rieche sie. Der Dieb muss ganz nah sein. Jede Nase wird von dieser Kuchenverlockung bezaubert. Komm raus, komm raus! Der Duft eines genau richtig gebackenen Kuchens. Ich denke, das ist genau der richtige Moment. Der Dieb ist nah! Hab ich dich, Schlingel. Jetzt gib meinen leckeren Kuchen zurück. Lecker? Dein Kuchen war fader als das Gesicht meines toten Vaters. Was hast du in meinen Kuchen getan? Dieser Duft. Noch nie gab er solch Wohlgeruch von sich. Ich habe etwas Honig hinzugefügt. Das bringt die Beeren mehr hervor. Guter Gott. Es verstärkt wirklich den süßen Geruch. Das ist bemerkenswert. Unerhört. Ein Wunder. Mir scheint, dieses Kind wäre eine ausgezeichnete Bäckerin. Und für Jovorweg wäre eine Diebin weniger auch nicht schlecht. Nun, es duftet wirklich ausgezeichnet. Du hast ein gutes Gespür für die Kochkunst, mein Kind. Willst du in die Lehre gehen? Gott schüttet Glück auf mich herab. Danke, das wirst du nicht bereuen. Mir fällt so viel ein. Hör nur ja auf, Kuchen zu stehlen. Ach, danke für deine Hilfe. Komm zu meinem Stand, wenn dir der Sinn nach Kuchen steht. Kuchen! Liebe Leute, wir haben das den Kuchendiebstahl hier erfüllt. War ganz ernsthaft. Gestohlene Kuchen, das geht nicht. Das geht nicht. Es gibt Sachen, über die kann man hinwegsehen, aber nicht über gestohlene Kuchen. Okay. Dann wieder versuchen wir es nochmal da hier. Lüfiers Haus. Irgendwas mit Blumen, genau. Ein Haus, was mit Blumen hier umgeben ist. Oh. Die sind irgendwie so alle aufeinander gebaut. Ich hoffe, das wird irgendwann so ein riesiges Ding sein. Einfach so ein riesiges Häuslein. Haus des Beraters. Okay, das sind definitiv Nordmänner hier. Da gibt man den schönen Ziegen. Und da sind wir richtig. Hier, das muss das Haus sein. Das Haus wurde geplündert. Und diese Leiche,
Das ist weder Hör noch Yuffina. Verstreute Schriftrollen. Der Dieb hat etwas gesucht. Sie gab es einen Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Blut, aber keine Leiche. Wohin sind sie gegangen? Ist das einer der Diebe? Die Spur führt weiter. Beim Blutet, Henkel! Wer ist da? Komm näher! Sofort! Keine Sorge! Ich bin es, Yuffina! Eivor! Eivor? Was? Wer schickt dich? Gehörst du zu denen? Atme durch, Yuffina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin ein Freund. Wirklich? Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Können wir das später klären? Hier ist es nicht sicher. Es tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Wer waren die? Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen, in London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Hjör? In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Zieh die Haube auf. Es ist womöglich nicht sicher. Ich darf mich nicht sehen lassen. Eine Kapuze wäre gut. Sie suchen immer noch nach mir. Runter. Wir schleichen uns vorbei. Was du nicht sagst. Sie kann doch nicht weit sein. Sieh dich um. Leute, es ist so lame, Mann. Ich meine, klar, man hätte hier erst helfen können. Aber ganz ehrlich, sie geht einfach weiter. Ich dachte, ja, dann ist die Luft durch. Nö. Sie darf vorbeilaufen, aber mich entdecken. Was sagst du? Im Kopf. Können wir nicht einfach nur normal durchlaufen, Mann. Das ist mir doch wurscht, Mann. Ich kämpfe doch gerne, liebe Leute. Dass es was neue Animationen gibt. Gehen wir weiter. Hier lang. So, aber jetzt können wir laufen, oder? Jetzt müssen wir nicht nur stealthen. Jetzt wissen sie doch eh, dass wir da sind. Alter, es ist halt so lame, Mann. Es ist halt so lame, Mann. Weil, wisst ihr, sie kann halt einfach durchlaufen und ich nicht. Können sie ja so, Mann. Kann ich meine Kapuze gleich abziehen, Mann. Sag halt, dass ich einfach den vorbeilaufen muss. Du bist so eine Gott-Stelferin, Mann. Wieso kennen die eigentlich mich? Mich erkennen sie, aber sie erkennen sie nicht. So lame, Mann. Scheiß Hühnchen. Ich glaube, jetzt sind wir sicher. Bei den Göttern, Eivor. Du hättest zu keiner besseren Zeit kommen können. Nenn das Schicksal. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Jedoch hatte ich etwas Ruhigeres im Sinne. Wir sind einem Problem entflohen. Nur um uns in einem anderen wiederzufinden. Während König Rixige von seinen Geldsorgen vereinnahmt wird, hat sich eine Gruppe namens Rote Hand hier nach Gutdünken breit gemacht. Waren das die Angreifer? Ja und nein. Das waren Banditen, aber irgendwer hat sie unter Kontrolle. Such nicht weiter als bis zu den Namen in diesem Brief. Sie zu töten ist der Grund, warum ich hier bin. Aber es sind Decknamen. Das könnte jeder sein. Der Schlamm in den Straßen tropft. Es freut mich, dich zu sehen, alter Freund. Herzlich willkommen hier in Jovovik.
Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Jör. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg nur wegen des Julfests. Ich bin hier, dich zu warnen, alter Krieger. Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. Drei Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Nicht so hastig, Eivor. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Jör. Was? Diese Leute schickten die Rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Doch es misslang. Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Kammer? Sie gehören zu einer Gruppe namens der Orden der Ältesten. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spur. Hör auf ihn, Jör. Er hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jofavik durchgesickert. Doch König Rixiger hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Jeder Rat in dieser Hinsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Die Pikten gewinnen diesen Krieg! Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen, um Nahrung für unsere Männer zu besorgen! Verstanden, lieber Faravid. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug! Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. Es gibt ein Problem in Jofavik. Ja, ich sehe es mir gerade an. Eine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Jufina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder! Sie lebt. Doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun? Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? Nein. Das ist Jarl Sigurds Dränge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Faravid, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun. Erster Greve von Jofavik. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, speisen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jofavik unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht und Halfdan auch nicht. Oh je. Also, was willst du? Sag mir, was du über die Rote Hand weißt und ich befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest. Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die Rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Tja, stell die Mittel für Nahrung und Ale für Faravids Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Wer hat gesagt, ich soll mehr Silber finden? Wo denn? Im Hort eines Drachen? Komm, ich bring dich zu Jufina. Sie wird wissen, wo wir anfangen können. Ich weiß nicht, ob das so lief, wie du es dir erhofft hast. Es lief gut genug. Rixige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die Rote Hand erledigt werden muss. Sprich zu niemandem ein Wort. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Wenn du Muskelkraft brauchst, ich bin hier, falls du wiederkommst. Vergebt mir, dass ich nicht blieb. Diese Weitpinkel-Wettbewerbe werden mir langweilig. Meine Liebste, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn. Du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor? Ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Ich höre es anders. Weicher. Politik. Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn.
Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht? Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte, Evangelien, das Buch Kohelet, die Offenbarung des Johannes. Die Rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die Rote Hand anders. Schlimmer noch, Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Was will die Rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Audun hat diesen Ort ständig im Blick. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Joforviks Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen, als wäre ihm das vom Rat befohlen worden. Hjör würde die Menschen nie so behandeln, selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ich werde mich nochmal im Hafen umsehen. Probier es im Hafenspeicher. Dort werden die Waren der Händler festgehalten. Ich mache mich gleich auf den Weg. Nein, ich brauche dich hier. Belausche die Stimmen in dieser Halle. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Alles. Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, wieso ich dich hier brauche. Sobald ich etwas finde, komme ich wieder. Das arme Pferd. Also, traue niemanden auf gut Deutsch. Der Hafenmeister ist übrigens ein Mitglied des Ordens und der andere ist... Oh, warte, wir tun jetzt mal kurz hier Schätze abarbeiten. Und der andere ist ganz sicher der Greve hier. Der Gefolgsmann hier von dem. Das sind schon mal zwei, ganz sicher. Aber es ist wirklich genau wie in London, da mit dem Kompass und so. Das waren ja auch dann die drei, die hier versucht haben, die Stadt hier zu stürzen. Und wo wir hier in einer wirklich richtig... Rosenschlacht ist nur abwenden konnten. Dass hier Lunden fällt. Hoffen wir, dass es auch hier so klappen wird. Jo, okay, wir gehen gleich zu dir hin. Aber erstmal gehe ich zu der kleinen Hütte und klaue mir hier einen Schatz. Immer mehr Gold wird gestohlen. Die ganze Stadt steht vor einer großen Armut. Kann es sein? Dass du bist, Albo? Nein, ich würde doch nie etwas stehlen. Niemals. So, drei Pfeile. Skill. So. So, Brief an Kultisten. Ah, oh, sehr schön. Ah, so ein Schatz ist das, okay. Das sagt mir jetzt, wo nämlich der... Also den Brief, ich habe ihn mir jetzt nicht gelesen. Der wird mir wahrscheinlich sagen, wo ich hin muss, damit ich hier den Schlüssel finde für die Truhe. Aber habe ich darauf Lust? Nö. Gehen wir lieber hier zu der Quest. So darf es nicht enden. Ist da jemand? Hallo, bitte, ich brauche Hilfe. Was ist mit dir passiert, Fremder? Burg, der Mann, für den ich arbeite, er hat mir das angetan, der Schurke. Ich habe nur die letzte Lieferung überprüft und plötzlich bezichtigt er mich des Diebstahls. Mich, des Diebstahls. Bitte, hol mich hoch auf die Brücke. Ich brauche Hilfe, einen Heiler. Schauen wir mal, dass wir den nicht aus Versehen runterfallen lassen. So, ups, jetzt bist du im Wasser gelandet. Hat er dich runtergeschmissen, oder was? Puh. Okay, ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da rüberkommen soll. Ich glaube, die Quest scheitert nämlich, wenn ich ihn ins Wasser schmeiße, oder? Egal, nimm mal den guten Weg, den einmal um die Stadt rum. Jetzt komm mal, da. Oh, du bist so eine Lusche, Mann. Da kannst du auch rüberklettern.
Mal drauf. Er will nicht, merk schon. Der rebelliert halt der Alba. Das ist nur, weil ich ihn immer mit dem Essen vergleiche. Komm schon! Geh halt. Ah, okay, dann gehen wir wieder zurück. Ach. Die Spielgeschwindigkeit, aber was ich mich echt ankotze, ist halt die Spielgeschwindigkeit, Mann. Wieso muss er so langsam rumlaufen? Selbst, also unabhängig, ob er jetzt jemanden hat oder nicht hat, ich hätte mir gewünscht, also er hätte durch 10-mal so schnell sein können. Also, lass mich lügen, aber die Spielgeschwindigkeit im Odyssey war deutlich besser. Oh, sehr schön. Ah, er kann schwimmen, das ist schön. Dann legt er sie einfach wieder hin. Okay, ah, okay, ich weiß, was ich machen muss. Ah, okay. Das Boot hätte ich einfach nur nutzen sollen, um darüber zu... mich zu schwingen. Sehr schön, und da ist ja eher Treppe. Die sind aber auch cool, Mann, die Typen, die hier rumhocken. Die hätten ihm auch helfen können, gell? Das muss nicht immer ihm an. Die sagen sie, ah, der liegt da drüben, gut. Solange er liegt, nervt er wieder, passt schon, lass mal da liegen. Okay, setz mal die wieder ab. Irgendwie auf die Brücke wolltest du dich. Kann ich dich nicht hier absetzen? Ins Feuer? Einfach so ins Feuer legen? Da bist du ja, Chiada. Endlich zeigst du dein Gesicht. Oder was davon übrig ist. Quark, nein, nein, nein. Geh weg von mir. Komm schon, Chiada. Wir haben noch viel Arbeit. Arbeit? Du willst, dass ich arbeite? Ich kann nicht mal meine Hände sehen, du herzloses Schwein. Er sagt, du hättest ihn geblendet. Ja, in der Tat. Was soll ein Anführer machen, wenn seine Leute ständig auf seine Schätze schielen, obwohl sie mehrmals gewarnt wurden? Ich hab nicht geschielt. Du hast mir die Augen ausgestochen. Sei still, Chiada. Komm, übergib ihn mir. Gib dir Mühe, mir zu folgen, Chiada. Bring mich doch einfach um. Ich dachte, mein Schicksal wäre besiegelt. So, da ist sie da. Ja, aber ein richtiger Sieg war es jetzt auch nicht. Ich weiß nicht unbedingt, dass ihr jetzt sagt, das ist schön. Ich meine, er ist trotzdem blind. Keine schöne Geschichte. Gefällt mir nicht, liebe Leute. Deswegen machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut. Und dann geht's weiter mit der Valhalla. Bis dann, auf Wiedersehen. Ciao.